Guten Morgen, wir fahren gleich los aus dem nasskalten Hannover nach Hamburg. Und zwar wollen wir heute den Hasselberg besteigen mit 116,2 Metern, der höchste Berg in Hamburg. Verehrte Fahrgäste, das Warten hat jetzt bald ein Ende, denn in Kürze erreichen wir Hamburg Hauptbahnhof. Willkommen in der schönsten Stadt der Welt. Nächster Halt, Hamburg Hauptbahnhof. You gave me your roads and all of your cars and the flowers you've grown. Outside the roof and the walls and the floors of your country home. And in return, honey, I did give back to you. Not much more than a hard time. Also wir sind jetzt vom Hauptbahnhof mit der S3 Richtung Neugraben gefahren und von da haben wir den Bus genommen Richtung Waldfrieden Kehre und das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und jetzt geht's los. Give me your lungs, your blood, skin and your bones. Gave me your shakes and your shivers. Also wirklich richtig schön hier, vor allem ist es mega ruhig. Wir haben eben schon Specht gehört, der uns willkommen geheißen hat. Und man hört das Tropfen von den Bäumen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, wenn wir ganz leise sind. Aber es ist wirklich richtig schön. So, Len, was sagt das GPS? Das GPS sagt das hier. Wir glauben, wir müssen da runter. Okay, dann machen wir das mal. Bitte schön. Also in alter Tradition zum Wurmberg haben wir uns mal wieder verlaufen, weil wir nur aufs GPS geschaut haben und das anscheinend nicht richtig lesen konnten, anstatt einfach mal auf die Schilder zu schauen. Aber es geht jetzt auf jeden Fall hier rechts runter und ja, wir sind guter Dinge. Of your country home. And in so, und das hier der Moisburger Grenzstein. Ich glaube, er baut um 1750. Und auf der anderen Seite sieht man Niedersachsen. Und wo ich jetzt hier stehe, ist Hamburg. Und ja, das, was man noch sieht, ist der bzw. das Symbol der Welfenherrschaft. Ja, ein olles, altes Ding auf jeden Fall. Gave me your shakes and your shivers in winter, your coughs and your colds. For not much more than a hard time, I gave you a hard time. For not much more than a hard geschafft. Time. Hinter uns ist der Stein. Und ja, wie hoch? 116,2 Meter. Genau. Zweiter Gipfel. Es gibt auch hier ein kleines Gipfelbuch, gut verpackt, und da tun wir uns mal gleich verewigen, ne? Ist sogar ein Stift dabei. Sehr gut. Heimgekommen. Leider war die Speicherkarte voll. Wir haben die große Speicherkarte leider vergessen. Hatten aber es war ja auch nur eine kleine Tour. Genau, also wir sind gerade so mit der 2-Gigabyte-Karte rausgekommen, konnten allerdings kein Fazit am Ende der Tour machen. Genau. Und ja, das Fazit wollen wir jetzt ziehen noch kurz für euch. Es war ja eine relativ kurze Tour. Mit dem kleinen Schlenker sind wir ungefähr 6 Kilometer gegangen. Aber es war trotzdem total überraschend, weil zumindest ich habe mir vorgestellt, dass der Berg irgendwie so gefühlt mitten in der Stadt ist und nicht besonders. Und durch den Nebel und das Ganze drumherum war es einfach wunderschön im Wald und wir hatten auf jeden Fall eine Menge Spaß, oder? Auf jeden Fall. Also wir sind auch mit kaum Erwartungen
nach Hamburg gefahren, dachten, okay, den kleinen Berg machen wir mal eben so und waren total überrascht. Ne? Also es war wirklich schön. Also ich hatte Hamburg irgendwie nur mit Wasser in Verbindung gebracht bislang. Und dass Hamburg doch so einen schönen Wald hat, hätte ich nie gedacht. Also total. Es war wirklich schön. Und wie Lindra sagte, mit dem Nebel und vor allem, es war auch alles zugefroren und war auch deswegen auch so ein bisschen abenteuerlich und man musste aufpassen. Gehen, das stimmt. Genau. Ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen und können wir euch nur ans Herz legen, die Tour auch mal zu gehen oder allgemein das Gebiet zu besuchen. Und wie schon gesagt, es ist halt auch mega leicht zu erreichen vom Hauptbahnhof, ungefähr eine halbe Stunde mit den Öffis und die Bahnen und Busse fahren alle 10, 15 Minuten. Also es ist top Anbindung auf jeden Fall, ja. Aber man darf nicht vergessen, man hört ja immer wieder, beziehungsweise man liest immer wieder, dass der Berg ja doch schon recht versteckt ist. Und das können wir auf jeden Fall bestätigen. Ja, das stimmt. Es war nicht leicht, aber ja. Mit dem GPS ging es auf jeden Fall richtig gut, wenn man auf dem Weg bleibt. Er ist halt nicht geschildert. Man sollte nicht hingehen und denken, okay, wir finden ihn jetzt einfach so, sondern maximal mit einer Karte GPS. Das sollte man auf jeden Fall machen. Geht auf jeden Fall. Ne? Genau. Das war's von uns. Bis zur nächsten Tour. Bis dann.